60.000 Fans und alle sind nur wegen ihm gekommen, Zlatko Dalic. Kroatiens Nationaltrainer in seiner Heimatstadt Livno in Bosnien. Ein großer Empfang nach der Sensationsleistung bei der WM in Russland. Ich habe nie vergessen, wo ich herkomme und wo alles für mich begann. Meine Karriere startete genau hier, im Stadion von Troglav Livno, vor sehr, sehr langer Zeit. Dalic als Spieler nur Durchschnitt, als Trainer bislang nur bei kleinen Clubs aktiv, wurde im Oktober 2017 überraschend Nationaltrainer der Kroaten. Der Rest ist Geschichte. WM Zweiter, der größte Erfolg der kroatischen Fußballgeschichte. Das macht auch den Vater stolz. Ich habe immer davon geträumt, dass er ein guter Spieler, ein guter Mann wird. Dass er es so weit bringt, hätte ich nie gedacht. Platz 3 bei der WM vor 20 Jahren übertroffen. Nur wenige hätten damit gerechnet. Kroatien, Vize-Weltmeister. Zlatko Dalic hat unsere Herzen mit Freude gefüllt. Er hat viele traurige Herzen geheilt. Wir sind ihm sehr dankbar und seinen Eltern, dass sie ihn auf die Welt gebracht haben. Vom Namenlosen zur Legende. Zlatko Dalic hat dem kleinen Fußballland Kroatien eine unvergessliche Weltmeisterschaft beschert. Ein Stück Geschichte.